geworden, als ich noch lebte. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. YouTube, das ist geschehen. Herzlich willkommen, da wir keine andere Möglichkeit, da wir keine anderen... Der Boss hätte mir fast den Arm abgerissen. Ja, bis Harley ihm schöne Augen gemacht hat. Da steckt wohl doch etwas Joker drin. Da wir nichts alle... Zum Glück ist es der Teil, der sie mag. Leck mich doch. Da wir nichts anderes zu tun haben, außer Batman zu spielen, spielen wir Batman weiter. Und gucken mal, wen wir jetzt manipulieren können. Was ist mit den Freaks da unten los? Sterben sie? Nein, sie verwandeln. Sieh mal da drüben nach. Bin dran. Ach so, ich kann die jetzt losschicken. Geiler Scheiß. Er stirbt wohl da draußen. Ja, und macht sich ins Hemd. Wir werden uns an ihm für Joker rächen. Hörst du das, Fledermaus? Das ist für den Boss. Ja, das sind ja von Joker hier. Die Quinn, soweit ich weiß, hat die ja mit dem zusammengearbeitet und so. Und damit wir den da vorne mal entschärfen. Nicht so richtig gefallen, dass wir sie befreit haben. Ich kann eine so große Waffe nicht überladen. Die Explosion würde den Schützen töten. Soll sie ja auch, du Vollidiot. Ah, Batman ist so eine Pussy, ey. Glaub nicht. Wir brauchen das hier wieder. Ich hab Harley seit Monaten nicht so glücklich gesehen. Vier neue Joker. Drei. Mit dem alten stimmt was nicht. Hat bei ihm nicht gehalten. Wo ist der Typ da unten? Der war doch eben noch da. Wir schalten erstmal den Dicken aus. Kann's kaum erwarten, Batman zu erledigen. Ja, ja, komm. Werde ich. So. Den Dicken haben wir erstmal. Also sind die Jungs alle bei Harley geblieben. Gut für sie. Nun eigentlich nicht, aber schön, dass es noch Loyalität gibt. Ja, ja, Joker, es ist so toll, dass es noch Loyalität gibt. Lass uns nach dem Kerl sehen, den er ausgeschaltet hat. Wo? Hier lang. Ich bin hinter dir. Oh Mann, hör auf hier rumzuballern, du Idiot. Na, da hinten kommen noch welche. Ich werde angegriffen. Das bringt nichts. Ich werde angegriffen. Bringt nichts. So. Wollte wohl noch etwas bleiben. Das wird ihm noch leid tun. Genau. Er hat sich mit den Falschen angelegt. Ja. Wir können nichts für ihn tun. Hör auf, hier rumzuschießen, habe ich gesagt. Genau. Hier drüben, in front. Oh. Die haben wir jetzt auch alle. Jetzt fehlen nur noch die Pfeifen. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Komm mal hier hoch. Idioten braucht es, um eine Fledermaus zu töten. Ich denke mehr. Ich muss warten, bis Harley nicht mehr redet. Dann kann ich den Synthesizer einsetzen. Sieh mal da drüben nach. Geht klar. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Das sind zwei Geschütze da vorne. Die drehen sich immer halb-halb. Oh. Hab ihn gefunden, komm sofort zurück!
So, der nächste. Der letzte. Die Schläger sind erledigt. Ja. Jetzt muss ich mir sie vornehmen. Erstmal das hier machen. Dann mal schauen, dass wir die Geschütztürme hier kaputt machen. Muss doch bestimmt genug Zeit sein. Ja, ist doch gut, mein Gott. Meine Energie, Alter. Hab gut auf die Fresse gekriegt. So. Danke. So, und jetzt gehen wir hier mal rein wieder. Nee, das wollten wir nicht. Batmon, wir wollten das hier auswählen. So, dann gehen wir hier mal rein, nämlich. Wollen wir da echt mit dem Fahrstuhl runterfahren? Offensichtlich. Ja. Ach, damals. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Ha! Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Du denkst, du bist anders, weil du noch nie jemanden umgebracht hast? Heilmeldung! Mich hast du getötet! Ich war dabei, weißt du? Du hast mein Heilmittel vor meinen Augen vernichtet! Ha! Hast mich meinen letzten Lacher röcheln hören? Und dann, nachdem du mich getötet hast, sagtest du hättest geteilt. Du konntest dir meinen Triumph nicht eingestehen, nicht mal als Abschiedsgeschenk. Aber jetzt bin ich hier drin. Oh, wir beide kennen die Wahrheit. Du hast schon mal getötet und heute Nacht werde ich dich nochmal tun lassen. Joker. Sind wir irgendwo unten? Hier kommt er, der große, böse Batman. Ich glaube, er steht drauf. Hilfe! Okay, die prügeln da auf die Leute ein. Ich kann ihm keine falschen Befehle geben. Er trägt kein Headset. Was stimmt nicht mit dir? Wie komme ich denn jetzt da rein? Diese Tür ist auch verschlossen. Ich muss den Stimmen-Synthesizer einsetzen. Mach auf! Identität bestätigt. Hallo! Du wurdest überwältigt. Weiter so, Batman! Oh, Junge, ich hab gerade zu tun mit dem Dicken. Komm, dann prügeln wir erstmal die anderen kaputt. Ah, Robin. Okay, einmal so. Alles klar. Ah, Batman, du brauchst ziemlich lange für den einen Boy. Er hier ist bei Bewusstsein. Hau ab! Wenn Harley mit den neuen Jokern wiederkommt, machen sie dich alle! So, dann verhören wir die mal.
Infizierten. Wo sind sie? Sie sind nicht infiziert. Es sind Joker. Harley hat sie. Und sie wird nicht eher gehen, bis du tot bist. Wie hat sie uns gefunden? Wie ist sie reingekommen? An deiner Stelle würde ich reden. Er ist nämlich nicht immer so gut gelaunt. Woher soll ich das wissen? Ich schätze, sie ist schlauer, als du denkst. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Überprüfen wir den Bat-Computer. Gute Idee. Ich regle das ganze Gebäude ab. Niemand kommt hier raus, bis alle Infizierten gefasst sind. Sie ist einfach reinmarschiert. Kein Alarm, keine Warnung, irgendwas stimmt nicht mit der Spracherkennung. Vielleicht. Es gibt keine Anzeichen für einen Hack. Wenn sie noch hier sind, wird die Gesichtserkennung sie finden. Hab sie. Albert King ist im Wilden Westen. Sieht so aus, als wollte er sein Comeback vorbereiten. Ah, okay. Sie haben Christina Bell zum Geisterhaus gebracht. Harley lässt sie von bewaffneten Schlägern bewachen. Charisma ist auf der Bühne. Keine Ahnung, was er dort plant. Okay, wir wissen, wo sie sind. Jetzt müssen wir sie nur noch zurückbringen. Ganz einfach, oder? Ja, so einfach wird's leider nicht, Leute. Oh, hier waren wir, glaube ich, schon im zweiten Teil oder so. Erkennt mich in deiner starren Totenmaske von Gesicht? Weil Mimik beherrschst du doch, oder? Oh, dann gehen wir dann mal. Henry, verriegeln Sie diese Tür und lassen Sie nur Robin oder mich durch. Okay. Dann gehen wir mal nach links. Ah, diesen Teil hier kenne ich noch. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Batman das war. Ich glaube, im ersten oder zweiten. Weißt du, wie es ist, Tag für Tag aufzuwachen? Und zu wissen, dass man nie wieder dieses schöne Gesicht sehen wird? Wie solltest du auch? Ich sag dir, es ist ziemlich emotional. Aber jetzt... Jetzt habe ich 3 neue Joker. Jeder für sich perfekt. Nähe von Bell. Die ist verrückt. Sie hat Hudson angesprungen und ihm ein Auge ausgekratzt vor allen anderen. Was hat Harley gemacht? Nichts. Ich sag dir, wenn jemand Bell... Huckuck. Das ah, geht's los. Hier in die Brust. Ja, Messer, der nervt. Sag gute Nacht. Yeah, Doppeldeck-Team. Das ist geil. Aber das ist der letzte von denen. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Robin, warte hier, während ich hinter ihn gelange. Gemeinsam werden wir eher mit ihm fertig. Wann greife ich ein? Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Das Witzigste ist, ich kann einfach seine Minigun ausschalten. Das geht nicht. Ich muss hinter ihn und ihn zusammen mit Robin ausschalten. Alter. Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Ich wollte deine Selbstbeherrschung testen. Hab ich bestanden? Du brauchst Übung. Na los. Du brauchst Übung. Kommen Sie, Lady. Wir müssen Sie in Sicherheit bringen.
Ist das ein Scherz? Ich sitze in der ersten Reihe! Wenn ihr was passiert, wird Harley euch umbringen. Ja, genau. Und wenn Batman sieht, wie ihr mich bedroht habt, macht er dich fertig? Und dich? Na, dich vielleicht nicht. Aber dich auf jeden Fall. Und dich. Ups. Ups. Tja, das gleicht die Lage aus. Egal. Wenn er mit euch Trotteln fertig ist, haben ich und Bats diesen Ort nur für uns. Also raus mit euch. Damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Ihr habt die Lady gehört. Los geht's. Mann, musste sie ihn töten? Batman stirbt heute Nacht. Ich weiß es. Seid ihr Armleuchter bald fertig? Sie ist eingesperrt, heil und unversehrt. Das Mädchen ist mir sehr wichtig, deswegen werde ich kein Risiko. Jetzt, Robin. Hoch jetzt. Batman? Angriff auf mein Kommando. Verstanden. Diese Idioten wollen uns fest. Ich habe ihnen erklärt, auf welche Weise du ihn schießt. Der hier ist für dich. Tja, ich glaube, sie sind Masochisten. Viel Spaß! Also, Jungs, nur weil der Flattermann euch alles von Idioten verarbeiten wird, heißt das nicht, dass ihr nicht kämpfen sollt. Na, wie geil ist das denn? Er soll von Blut überzogen sein, wenn er nicht rettet. Eurem Blut natürlich. Wird sich klasse auf dem Anzug machen! Wir rufen die halt. Nach und nach holen wir die halt. Ah, okay, das können wir jetzt nicht mehr machen. So, erstmal den jetzt hier. Ich muss einen Aussichtspunkt finden, um Batman beim Angriff zu helfen. Das gefällt mir schon besser. Er hat noch einen. Ihr Jungs braucht einen neuen Boss. Einen besseren Boss. Einen wahnsinnigen, einen fürchterlichen Boss, der seine Leute problemlos im Griff hat. Schade, dass ich im Team Bats bin, was? Da, das Harley-Püppchen ist hier eingestiegen. Ich wollte gerade sagen, schläft er nie oder was? So, wo ist der dicke Große? Harley gehört. Findet und tötet Batman. Kein Problem. Hörst du das, Batfreak? Wir kommen dich holen. Ja, ja. Angst habe ich schon. Na, erstmal von den Dicken hier. Ah, kann ich die... Ah, jetzt... Ah, jetzt so, die erste ist aus. Ich dachte, der Typ wäre ein zäher Hund. So wie der immer davon gesprochen hat, Batman zu erledigen, ist das kein Wunder. Ja, war mal an der Zeit, dass ihr mir mal zeigt, wo der Hammer hängt. Vergiss es, der Typ hier ist weggedreht. Komm, weiter. Ich sehe mal nach meinem. Was war das? Weiß nicht, ich sehe ihn. Da oben! Ups. Da ist er! Diesmal kommt er nicht davon!
Oh, Batman. Du tust immer so, als wäre ich dir egal, mein Süßer. Und guckst, dass du uns verprügelst und schwebst. So, mal gucken. Ich muss da oben einen Aussichtspunkt finden, damit ich Robin bei seinem Angriff Deckung geben kann. Da hinten sind sie. Ich muss eine erhöhte Position finden. Robin braucht meine Deckung, wenn er zuschlägt. Hm, der Dicke kann ja gar nicht schießen, das ist das Beste. Mal sehen, ob der Typ, der getroffen wurde, noch atmet. Gib dir Deckung. Wir holen jetzt nämlich erstmal den Dicken hier unten. So, den letzten. Klasse Rettungsaktion, wirklich. Außer, dass das waren alle. Zeit, Miss Bell zu holen. Von euch jetzt auf der Intensivstation liegen. Holen wir mal Miss Bell, die da hinten so viel quatscht. Perfekt. Bestnoten für alle, die da. Natürlich abgeschlossen. Doppelteam. Auftreten. Easy. Batman gehört mir. Kleiner Wüterich! Ich glaube, sie hat mein halbes Gesicht zerkratzt. Wie sieht es aus? Als wärst du zu langsam. Als wärst du zu langsam. So. Da will ich jetzt nicht raufgehen. Da hinten bringt er sie hin. Ist ja auch gar nicht so schwer, die paar Leute da von oben mit den Batman-Tricks da auszuschalten. Die ist zum Glück sehr, sehr schnell K.O. Bringen wir die erstmal zurück, die blöde Kuh. Hm, der Joker. Ich bringe sie zurück in die Zelle. Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig. Was hat er wieder zu sagen? Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats. Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsuse! Nur am Jammern! Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran. So, wo dürfen wir jetzt nächstes hin? Keinen falschen Jokern. Ich folge Befehlen von Harley. Was haben wir denn hier? Armer kleiner Batman, ganz allein. Du willst das beenden? Dann komm zu mir. Vergiss diesen Freak. Nur du und ich, Baby. Es ist Batman. Langweilig. Dann lass mich durch. Kampf interessiert. Kennt ihr ihn denn nicht? Er sehnt sich nach mehr. Die Straße ist dicht. Etwas mit Anspruch, etwas Kreativem. Etwas Spaß! Spaß soll er haben. Zwei Fäuste voll. Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma. Okay, er ist Stage C. In Zukunft aus dem Hinterkopf feinst. Oh,
Tor, harter Manker. Erstens musst du mich finden und zweitens. Sei denn ganz ehrlich, alter Sack, hast du deine besten Tage schon hinter dir? Was sagst du mit dem, das hier zu tun hast? Pass auf, was du sagst. Was auch immer. Du hast die Wahl, Bats. Finde uns und wir werden sehen, wer gewinnt. Ich setze auf mich. Okay, wir können hier weiter. Wir können hier eine Wand einsprengen. Was ist los? Tut dir die Kugeln etwa weh? Möcht ihr mal mit so einer Großkaliber ins Gesicht schießen? Weiß ja nicht, wie du das findest. Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Ich weiß, du bist da. Ah, okay, wir können den mit dem Stimmding jetzt. Bewach die Mauer. Geht klar. Komm schon, du Freak. Geh die Mauer bewachen, halt die Schnauze. Und jetzt? Stage C komme ich nicht rein. Mensch. Guck nochmal, ob ich hinten bei der anderen Stage rein kann, Freunde. Stage A. Mal gucken. Guck mal, da hinten gibt es einen Eingang. Hätte ich das mal eher gewusst hier. Bald mal. Können wir dann nicht... Wenn du nur einen dieser Tropfen... Öffne das Tor! Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf! Okay, aber das kommt mir schräg vor. Aber... So, und jetzt kommt der Dicke. Komm, Dicker. Oh Gott, endlich. So. Diese Combo-Ausschaltung habe ich nämlich auf 5 angehoben. Hallo? Ist hier jemand? Wer ist denn das? Der sieht aus wie Robin. Ich dachte, du wärst tot. Batman? Bist du das? Batman wird dich nicht retten, Jason. Das wird... Es sind nun 6 Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsachen... Leck mich! Tolle Einstellung. Du bist aus dem alten Batholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor, du und ich da draußen stiften Unruhe, schikanieren die Schwachen. Ein wahres, dynamisches Duo. Ganz wie Bats und sein neuer Bursche. Das würde er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst immer. Nein. Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber, tja, nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh, aber manchmal muss man grausam sein, um Gutes zu tun.
Alles okay? Ich bin okay. Weiter mit dem nächsten. War nur wieder in irgendeiner Erinnerung. Das ist er. Der Kampf des Jahrhunderts. Bist du bereit für eine Lektion, Batman? Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte, wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ja, ja, komm mal. Ich werde dich um Gnade bitten. Ah! Schnappen wir ihn! Da braucht es schon... Halte durch, Batman! Ich hasse dich, Batman! Das wird gleich ganz schön weh. Warte, ich soll da irgendwas machen? Warum? Aber ich darf nicht schießen! Los, mach das gleich aus ihm! Uns hast du keine Chance! Vergeig das nicht! Ah, okay. Ich hab Lust! Ihr könnt mich zum Streich erledigen! Mit Doppelteam. Putz ihn weg! So. Schön gemacht. Und wieder auf den Dicken. Und wieder Doppelteam. Bam. Erledigt ihn, Männer. Erledigt. Wie geil, Alter. Boah, Alter, da schwabbelt sein Fett. Matsch. Geil. Nee, lass mir nicht. Letzte Doppelteam, Bruder. Los. Bam. Alter, der hält aber auch was aus, der Dicke. Jetzt müsste er down gehen. Ja. Ich schlitz dich auf. Ja, ja. Schlitz mich auf. Voll geil, er mit seinem Stab, der so ausziehbar ist, macht's einen auf Donatello. Haben wir den auch, den Goliath? Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin beeindruckt. Du kannst ihn tragen. Du kannst ihn tragen. Alter, den Fettsack. Ein Auto? Dann bringen wir den Goliath mal zurück. Und in der Zeit sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Wir schalten sofort wieder zur nächsten Folge ein. Deswegen werdet ihr nicht so viel verpassen. Wir lassen den nochmal aussprechen hier. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Was ist das? Der Waffengenerator Mark IV lädt ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Was ist CPU-Virus? Ah, ja, hierauf ist Mr. Fox besonders... Warte mal, gucken, was er sagt. Ja, hierauf ist Mr. Fox besonders stolz, Sir. Dieser Drohnenvirus kann das Zielsystem eines Milizpanzers kurzzeitig hacken und ihn gegen andere Drohnen richten. Ah, brauchen wir nicht. Wir wollen neue Aufladung. Ausgezeichnet, Sir. Mit diesem Gerät im Batmobil sind die Panzerarbeiten nur noch Schrott. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.